Jo Leute, was geht ab und willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal Matendo. Wir sind zurück bei einem neuen Part, Super Mario 64. Und ja, ich bin immer noch hier der, wie nennt man mich gleich, Rille-Peter oder whatever. Auf jeden Fall, Rillen sind natürlich wieder am Start. Ausgerechnet immer, wenn ich recorden will, kommt die Sonne raus und fickt mich komplett in den Arsch. Ich persönlich möchte gerne nochmal runter in, hab vergessen, wie die hieß. Wollen wir auf jeden Fall da nochmal hingehen und die 8 roten Münzen sammeln, also hier hinten. Ja, ich habe ernsthaft vergessen, wie das heißt, tut aber auch nichts zur Sache, wie das heißt, weil, ist halt scheiße. Und ich möchte mich übrigens für den Support bedanken. Also, klar merkt man auf jeden Fall immer mal Schwankungen so. Aber ich bin halt mit meiner Community, die ich mir halt in dem einen Jahr aufgebaut habe, ziemlich zufrieden tatsächlich. Und dafür einfach nochmal danke, dass ihr halt auch immer sehr gut hier am Supporten seid. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und, ja. Dann einfach auf das nächste glorreiche Jahr, was seit 3 Monaten angefangen hat. Aber scheißegal. Ja, also, ja, auch wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Ja, ich weiß, es soll ja irgendwann dieses Karma kommen. Hab ich auch schon mal New Super Mario Bros. Angesprochen, in New Super Mario Bros. Wii, aber ich will einfach nochmal darauf aufmerksam machen, weil gut 65% tatsächlich, die meine Videos gucken, Nutzer ohne Abo sind. Und eben deswegen will ich euch nochmal sagen, schaut gerne mal, also drückt gerne mal auf den Abonnieren-Button. Kann auch sein, dass es... LOL! Wie geil! Es kann auch sein, dass es von Zuschauern, also von Aufrufen von Abonnenten, dass es da schon wieder ein bisschen mehr geworden ist, aber... Ich glaube, ich habe jetzt letztes Mal vor 2 oder 3 Wochen geguckt, da war es... Oh LOL! Da war es bei 65,7% Nutzer ohne Abo. Kann natürlich sein, dass es angestiegen ist. Okay, die erste rote Münze haben wir erfolgreich gesammelt. Heißt, jetzt sind die nächsten 3 hier dran. Da kannst du dir ja, wie gesagt, natürlich echt gut abstauben. Erstmal 3 Red Coins. Okay, dann los, let's get. Okay, und... Komm her. Yo. Okay. Haben wir's mit den roten Münzen. Gut, Kamera mal ein bisschen drehen. Passt alles. Okay. Jetzt müsste eigentlich auch gleich das... What? Hä? Willst du mich ver... Really? Niemals, Junge. Ich war doch trotzdem über... Ich war doch... Hä? Ich war doch auf der Plattform. Zumindest war dieses Ding doch schon auf der Plattform, als ich abgesprungen bin. Hä? Willst du mich verarschen, Alter? Boah, lol, was eine komische Kameraperspektive. Oh mein Gott. Die ist so beschissen, die Kameraperspektive. Okay. Und... Nein, warum gehe ich jetzt wieder hin? Och, Mann. Das war so behindert. Warum? Warum habe ich das getan? Warum? Bitte habe ich das getan. Das macht keinen Sinn, Mann. So. Da gehe ich mir hier erstmal die eine rote Münze holen. Puh, Glück gehabt. Auch Glück gehabt. Und zack. Nein, das Ding ist gerade los. Och man, das Ding ist gerade losgefahren. Ernsthaft? Ernsthaft. Hoffentlich kommen wir diesmal ran. Hier komm. So, sind wir dran. Da hinten sehe ich nämlich schon Red Coin Nummer 5, glaube ich. Müsste das sein? Ich glaube, das müsste Red Coin Nummer 5 sein. Ja, das ist richtig. Gut, dann warten wir eben kurz, bis das Ding wieder da ist. Und wir stehen hier gerade echt gefährlich. Er lebt gefährlich, Bruder. So. Boots. Oh, perfekt. Das passt gut.
So. Wunderbar. Und hier ran. Zack. Okay, es läuft, es läuft. Es läuft, Bruder. Okay. Das wird jetzt wieder der Nussknacker. Das wird jetzt wieder der Nussknacker aller Nussknacker, Bruder. Du hast es nicht verhört, Mann. Der Nussknacker aller Nussknacker. Das bin ich. Boah, Alter, das war close. Das war so close. Boah, das war crazy. Das war echt crazy. Genau, jetzt müsste es eigentlich so perfekt kommen. Oh mein Gott! Nein, da wäre noch eine rote Münze gewesen, ernsthaft. Ja, aber dann sammle ich die erstmal ein. Red Coin 7. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir bloß noch wieder rüberkommen. Ach, komm schon. Junge! Als ob die sich jetzt nicht wieder begegnen. Oder die begegnen sich jetzt. Es kann gut sein, dass die sich jetzt begegnen. Oh mein Gott, Alter. Nennt mich King. Jetzt könnt ihr mich King nennen. Jetzt könnt ihr mich King nennen. LOL. Spaß. Genau, dann kommt hier perfekt getimed. Nämlich auch das Ding hier. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Und das heißt, es ist eigentlich auf jeden Fall hier Stern 65. Yeet. Okay, Stern 65 haben wir also. Es läuft. Es läuft besser, als ich gedacht habe. Auch wenn wir im letzten Part wieder ein bisschen... Also hätte besser laufen können, sagen wir es mal. Aber wir gucken jetzt einfach ganz einfach nochmal. Vielleicht sind hier noch ein paar nice Missionen oder sowas. Schwimme durch die Ringe. What the fuck? Durch welche Ringe? Willst du mich verarschen? Was ich mir vorstellen kann, welche Ringe gemeint sind, die auch in der Nähe von diesen Teilen waren. Na, wie nennt man die? Also von der Mission von gerade eben. Ich glaube, da in der Nähe sind diese Ringe, die gemeint sind. Okay. Erst nochmal kurz Luft holen. So. Noch die Luft ein bisschen genießen und jetzt wieder runter. Okay. Und ich denke mal, hier die Ringe. Die Ringe werden, denke ich, gemeint sein. Die Ringe werden so safe gemeint sein. Muss ich durch alle Ringe? Warte mal, kann ich das nicht von oben nach unten? Fuck, Bruder. Alter, das ist gar nicht so leicht, Mann. Hm. Man muss nochmal von oben nach unten probieren. Komm, wir probieren es nochmal von oben nach unten. Oh mein Gott, yeah! Oh, fuck, man. Hä, aber... Aber, hä? Wie komme ich da jetzt ran? Hä? Hä? Willst du mich verarschen? Das ist doch ein Fake-Stern, oder? Hä, da komme ich doch gar nicht ran! Oh ne, bitte sag nicht, dass ich dann wieder spammen oder ähnliches muss. Oder wo werde ich denn hingetrieben? Hä? Willst du mich verarschen, Alter? Hä, ich komme hier nicht an den Stern ran. Hä, nee, nicht mal mit Spam geht das. Nein, warte. Hä? Hä, warte, ich raff gerade gar nichts. Wo geht's denn hier hin?
What? Lol, von irgendwo... Von irgendwo nimmt gerade mein Mikrofon irgendwelche Sounds auf. Warte mal. Und wo kommt denn die? Kommen die von meinem Laptop? Warte, hä? Was ist denn das? Bisschen leiser drehen? LOL? Okay. Okay, jetzt sind sie weg. Okay, kein... Verzeiht es gerade, aber... What the fuck, hä? Was war das? Also sowohl die Sounds, die mein Mikrofon aufgenommen hat, sowohl auch, also als auch die... Sache gerade mit dem schwarzen Loch, was mich auf einmal aus der Welt rausgeführt hat. What? Das ist fragwürdig. Das ist echt fragwürdig. Das raff ich bis heute nicht. Vor allem bis heute, als ob das schon so Jahre her wäre und dann ist das 2 Minuten her oder sowas. Aber ja, ich verstehe es bis heute nicht so. Merkt euch das. Okay. Gehen wir halt nochmal rein. Toll, Alter, jetzt muss ich vor allem nochmal durch die Scheißringe tatsächlich, ne? Boah, nee. Weißt du, da habe ich diese Scheiße mit den Ringen gemacht und jetzt muss ich da nochmal durch. Och, Alter. Och, nö. Bruder, mach doch kein Auge. Mach doch nicht Auge. Mach hier einfach kein Auge, Bruder. Aber nee, die müssen natürlich wieder Auge machen, weil sie behindert sind, lol. Spaß. Nintendo, bitte verklagt mich nicht wegen Beleidigung. Und zeigt mich nicht allgemein an. Hab ich keinen Bock drauf. Dankeschön. Ach, Mann. Ich hab gar keinen Bock, diese Scheiße nochmal zu machen. Weil ich ganz genau weiß, es ist behindert. Aber es ist halt Re-Rap behindert. Jetzt muss ich halt echt nochmal durch die Ringe durch. Och, Alter. Okay, ich mach's wieder, von oben nach unten. 2, 3, 4 und 5! Hä, aber... Wie komme ich denn dann an den Stern ran? Hä? Verarschen? Willst du mich verarschen, Alter? Hä? Junge, das ist fucking fragwürdig. Also, es kann gut sein, dass ich mich wieder zu behindert anstelle. Es kann halt echt gut sein. Aber dann seid ihr das ja mittlerweile gewohnt. Aber ich... Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich da hin? Die Ringe kommen doch nicht nochmal. Sonst hätte es vielleicht Sinn gemacht. Wären die Ringe nochmal gekommen und je mehr Ringe ich gegangen wäre, umso besser wäre ich nach unten gekommen. Das hätte ja Sinn gemacht, aber das hier macht absolut keinen Sinn. Oh, spam doch! Nee, es hilft nicht. Oder? Nee. What? Das muss doch möglich sein. Am Ende ist es so mega einfach und ich verkack's einfach wieder. Hä? Warum kann ich da durch? Ist das normal? Ich habe das noch nie ausprobiert, ob man da wirklich durch kann. Okay, scheinbar kann man einfach so da durch. Aber gut, was die Fische können, kann ich schon lange. Und ich müsste jetzt mal wieder Luft schnappen, weil sonst ertrinke ich hier noch.
Ha. Oder? Oh, Junge, das wär so tricky, ne? Ah, ja, na klar, das macht doch Sinn. Weil, der kann ja durch Wasser laufen. Bruder, beeil dich. Ja doch, dann kann er natürlich auch durch den Strudel durch. Oh, Junge. Ich dachte schon, hä, das ist doch nicht möglich. Aber gut, okay. Ja gut, macht vielleicht Sinn. Gut, haben wir also auch das hier, Schwimme durch die Ringe. Dann weiß ich ja auch eigentlich gleich, wie die nächste Aufgabe geht. Das mit dem Ding, wo dieser Stern in dem Käfig eingesperrt ist. Dann muss ich mich einfach nur in den Unsichtbarkeits-Mario machen. Nee, warte, folge dem Fisch. Ich muss erst noch einem Fisch folgen. Die Frage ist aber, welchem Fisch? Bestimmt dem hier, oder? Hallo? Ich folge dem mal. LOL! Hä? Ich folge dem einfach mal. Aber hä? Oder ist das gar nicht der Fisch? Ich bin mir gerade absolut nicht sicher. Hä, aber der macht ja einfach gar nichts. Der schwimmt hier ja einfach nur so rum. Wie so eine abgecrackte Drecksure. Hä? Also viele fragen mich immer, warum hab... Ja, Max, warum stellst du deine Videos eigentlich darauf, dass die nicht speziell für Kinder sind? Naja, wegen den Ausdrücken. Ne, dem Hai muss ich doch auch nicht folgen, wa? Muss ich mit irgendeinem Fisch reden oder sowas? Dass ich ihm folgen kann? Okay, also den Hai können wir ausschließen. Dem Rochen? Dass ich vielleicht durch dem seine Ringe durch soll? Durch die Ringe von dem Rochen, die der macht. Also durch die Ringe, die der Rochen macht. Vielleicht soll ich da durch. Hä, Junge, ich komm da nicht durch, Alter. Ich bin zu behindert. Ich bin viel zu behindert dafür. 2 3 4 Nein, Bruder! Ach, nö. Jetzt verkacke ich wieder komplett. Junge! Der geht aber auch in solche komischen Kurven, dass du dem gar nicht folgen kannst. Junge, der schwimmt sowas von komisch. Sowas von abgecrackt. Ich komme schon wieder nicht durch, ne? Alles klar, ich bin in dem Ring drin und das zählt nicht. Es ist halt immer das Gleiche. Hä? Jetzt bin ich doch durch den Ring durch. Bruder, ich bin noch durchgegangen. Junge. Bruder, ich bin durchgegangen. 2 3 4 Och Mann, Junge. Das kann doch nicht sein, Mann. Bruder, das geht doch nicht. Aber dann hätten die doch Rochen hinschreiben können, wa? Oh Mann, ey, geht doch. Nein, Bruder. Alter, der ist über dem Tornado. Oh mein Gott, fuck. Fuck, 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 fuck. Jit! Okay, wir haben eine. Stern, 67. Nur noch 3 Sterne, dann können wir also zu Bowser gehen und ihn so richtig in den Arsch penetrieren. Habe ich das gerade laut gesagt? Egal. Ich würde sagen, dass wir den Part an der Stelle beenden. Wir haben mal wieder mehr geschafft, als ich gedacht habe. Wir lassen, also, ja, können wir uns darauf einigen. Haben auf jeden Fall ein bisschen was geschafft. So, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gefallen hat, gebt auch ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke, damit ihr das Video mit als erstes seht und die kommenden Videos nicht mehr verpasst. Ja, ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Einfach auf den roten Button klicken
oder auf mein Profilbild rechts unten in der Ecke. Ach so, nee. Der, by the way, unten, wo eigentlich mein Profilbild ist, was ich gerade gesagt habe, nee, dort ist mein Abonnieren-Button. Ich bin jetzt erstmal raus, man sieht sich beim nächsten Mal und ciao.